Start initiiert. Ja, ich hab's ja damals ganz am Anfang extrem viel gezockt. Ja. Ich hatte dann jetzt, ich habe jetzt 2 oder 3 Monate nicht mehr gespielt, weil mein PC es nicht mehr mitgemacht hatte. Oh, shit. Die Grafik, also die Grafik, ich hatte ständig Ruckler drin gehabt und die Grafikkarte 100%, 80 Grad. Ach du Scheiße. Ja. Sagen wir es mal so, ich hab jetzt einen neuen PC. Aha, sehr gut. Und wie ich dich kenne, direkt was Ordentliches, ne? Ja, wenn, dann gleich ein Upgrade. Eben. Hier lang. Okay. Sehr gut. Ich laufe dir hinterher, ja? Ich mache jetzt hier erstmal... Wir haben in 50 Sekunden gehen dann die Dinger los. Deswegen Tore mal zumachen. Oh. Das hält die dann ein bisschen auf. Wir müssen hier einfach nur verteidigen. Das ist stumpfe Verteidigung. Mehr ist das nicht. Okay, das klingt ja gar nicht so schlecht. Wo sind denn noch? Ah, da ist noch ein Tor. Geht nicht. Warum sich beide? Nee, eigentlich müsste der da so passen. Also ich hör's rattern, aber da rattert nichts. Ein Bug. Ja, von außen ging's dann. Und los geht's. Jetzt werden ganz viele Käfer kommen. Juhu. Oh. NG. Geil. Wir hatten auch schon Leute, die mit den Vorräten die Tore zerlegt haben, ehrlich. Ja, passiert auch. Sollte nicht, aber passiert. Ja. Keine Munition mehr. Wie komme ich da weg? Ah, ja, so. Die Dinger gehen irgendwann leer. Oh, schade. Sonst wäre es zu einfach. Ja, das stimmt allerdings. Was ist das? Ah. Das sind meine Mörser. Autsch. Yep, das war mein Mörser. Du könntest mich mal getroffen. Ja, Mörser. Wie alle Geschütztürme, sie kennen keinen Freund. Und ich glaube, da ist uns gerade ein Tor kaputt gemacht worden. Oh. Glaube ich zumindest. Lang zumindest, wa? Guck mal. Da nee, ist noch ganz. Nee, es sieht nur so. Hat sich nur so angehört kurz. Oh ja. Doch, wir haben was drin. Hinter uns. Oh. Verdammt. Ja, das Tor. Oh, Achtung. Oh, oh, oh. Ab in die Lauerstellung. Oh, hab ich voll erwischt. Reparieren können wir das wahrscheinlich nicht, ne? Das Tor. Ne, wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Oh, schade. Sollten uns eins zurückziehen. Okay. Oh, Alter. Das ist doch scheiße. Ich mach mal die Tür auf. Nee, lass zu. Oh, zu spät. Ich dachte, ich hole dich rein. Nee. Autsch. Und ich bin tot. Mal wieder. Oh Gott, Alter. Niemals unser Leben diktieren.
Ja, wir müssen ja auch eine ganze Weile durchhalten. Das könnte jetzt etwas schief gehen. Okay. Mal gucken, ob wir das wieder zukriegen. Könnte eine Wiederbelebung vertragen. Ja. Oh. Kannst einfach auf den Boden werfen. Ach stimmt, das ist das Ding. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier? Oh, wow. Digga. Ziel okay, gescheitert. Dann. Ja, das war's mit der Verteidigung. Scheiße. Scheiße, was kommt da angekrabbelt? Oh, ich hab ein MG. Dreh dich. Wir können extracten. Okay. Oder wir sollten extracten, ist glaube ich besser gesagt. Ja, das klingt ganz vernünftig, ja. Ah ja. Junge. Ist echt anstrengend, das Spiel. Ja. Scheitern ist nur der Katalysator der eigenen Korrektur. Ja, wir haben schon 2 Stunden gespielt, ne? Start initiiert. So, bin ich mal gespannt. Du kannst auch am Anfang mal dein MG bestellen. Dann hast du Backup zur Schrotflinte. Oh. Nimm an über Steuerung, ne? Und dann irgend so ein Steuerung und dann deinen Code eingeben, genau. Okay. Heute wird das probier ich mal. Nachschub, ne? Nein, Maschinengewehr. Nee. Ah, stimmt, da unten, ja. Zack. Nee. Zack. Okay. Dein Zimmer aus. MG kommt, ja. Auf hier oben sind schon die ersten Gegner. Oh, okay. Terminieren. Oh, okay. Die sehen ja aus wie Terminator, die einen da. Ja. Wie geil. Sollen wir angreifen, oder? Aber auch erstmal umgehen. Okay. Wir sind halt auch etwas zeitmäßig etwas strapaziert, weil hier halt nur 12 Minuten anstatt 40. Ja, stimmt. Das sollten wir nicht so rumspielen. Fordere einen Adler an.
Ui. Das hat gescheppert. Ja, war aber auch nötig. Da waren halt bei. Und die Dinger sind nicht lustig. Okay. Was haben wir hier? Ah, sehr gut. Ah, Terminal. Okay. Genau, hier ist, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, die Radarstation. Die hochfahren lassen. Genau, die Terminals ausrichten. Hier musst du hochfahren lassen, dann fährt ihr die Schüssel hoch, ausrichten und dann wird uns die Karte aufgedeckt. Das da drüben. Das rote. Ah, das den Turm. Ne, kann man auch Auge des Sauron nennen. Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja funktioniert geil. Auch so, funktioniert auch so ähnlich. Es sieht dich, es schickt Gegner auf dich. Oh, toll. Oh, da, was kommt da denn? Was wollt ihr? Ach du Scheiße. Sah aus wie ein. Ja, genau, so ein AT-AT. Oh, hier. Terminator. So, okay. Oh, ich kümmere mich. Genau, räuch da mal aus. Hä? Ja, du musst rechts und links drehen. Ja, du musst die Schüssel ausrichten. Aber es bewegt sich nicht. Vorhin hat es gut geklappt. Ja, du musst auch hier hin. Du musst hier. Du hast hier, hast du das Ding. Ah ja, okay, stopp. Du hast, ja, du hast hier unten einen Schalter vor dem Sturm. Mit dem drehst du, richtest du das aus. Ah, so, vorhin jetzt, sehen wir auch, wo was Terminal ist. Ja, okay. Okay, das Auge guckt in unsere Richtung. Wir sollten etwas erstmal in Blickdichtdeckung gehen. Oh, oh, oh. Ausrichten bei dem Rad am Turm. Ja, aber vorhin ging es doch mit dem Terminal. Oder hat da jemand anders am Rad gedreht? Da hat jemand anders am Rad gedreht. Hab dich geprankt quasi. Ja, noch nicht reingehen. Oh, da ist noch einer. Nee, der ist tot, aber wir müssen warten, bis die grüne Wolke weg ist, weil Giftgas. Ah. So, ist hier irgendwas? Nö, natürlich nicht. Oh, okay. Dann gehen wir mal da weiter in die Richtung. Dann habe ich dir das ausgerichtet. Ach, du warst das Teufel. Okay. Ich war schon ganz stolz, dass ich das hingekriegt habe. Feindliche Taktikausrüstung bedrohlich nah. Ach, das reicht, bleiben. Oh, die Flaggen sehen aber merkwürdig aus. Ja, das ist eine Botte. Das ist deren Wappen sozusagen. Ja, so ein bisschen Castle Wolfenstein. Nach vorne kommt gerade ein Berserker auf mich zu. Also die großen Dinger mit den Kettensägen nicht umarmen lassen. Okay. Oh, da kommen. Ja, das ist die. Oh shit. Das ist die Verstärkung von denen. Verstehe. Das sah gerade so ein bisschen aus wie bei Kampfstern Galactica. Die Zylonen kommen. Ja, hat alles so ein bisschen erinnert das, ne? Ja, ne? So, da lang. Hier, hier ist so eine Fabrik, die wir zerstören müssen. Ah ja, okay. Einfach drauf schießen oder? Nein. Knöpfchen. Du hast auch nicht. Okay. Autsch. Du siehst oben die Liftschlitze. Ja. Da müssen Granaten rein. Oh, die müssen aber erstmal kaputt, oder? Nein, hier. Von hier, von meiner Richtung aus. Da oben. Ah, ja, okay. Da musst du die Granaten reinschmeißen. Und dann ein Stück weggehen. Oh, oh, ich stehe im. Stacheldraht verhangen. Ja. Du kannst sie halt auch anderweitig noch zerstören. Zum Beispiel mit einem Raketenwerfer. Ja, okay. Zumindest mit bestimmten Raketenwerfern. Du kannst halt mit den Orbitalschlägen kaputt machen. Mhm. Vorausgesetzt, du triffst halt. Oh, wir haben einen Random drin.
Ja. Lauf hoffentlich nicht der Trottel von vorhin. Und da bin ich. Boah, boah. Rechts von dir ist ein Berserker. Mhm. Verdammt. Oh, du bist tot. Alter, ja. Woran bleibt er stehen? Bleibt da einfach stehen? Weil dein MG zum Nachladen stehen bleiben muss. Oh, Das ist der NATO an dem MG. Ja, okay. So. Uiuiui. Aber geile Viecher irgendwie, ne? Gefallen mir schon. Ja. Links von dir sind die Gegner. Ich glaube, ich habe getroffen. Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich. Geil. Dreh dich schneller. Okay. Oh, oh. What the hell? Warte mal, kann ich auch sowas? So weit vorne. Ich dachte, ich kann weiterwerfen. Ja, aber geht. Ja, war der Kollege mit seinem Strafing Run. Achso. Oh, hier, AT, AT. Die sind relativ simpel. Du musst nur hinter sie kommen, weil hinten drauf sitzt der Bot, der den kontrolliert. Ah. Die sind nur nach vorne gut gepanzert. Nach okay. Hinten haben die nichts. Aha, aha. Oh, Achtung. Ja, Toffel, darum immer Waffen wechseln. Da hast du wohl recht. Deswegen muss man halt auch relativ viel Schrei schalten, dass du halt auch eine gute Auswahl hast an Waffen pro Mission. Ja, ich habe ja noch gar nichts. Ne? Ja, du hast halt noch nicht wirklich viel freigeschaltet. So, wir sind eigentlich auch soweit fertig. Das heißt, wir könnten gleich zur Extraction und die eine Fabrik übersprengen, wenn wir wollen. Okay. Ja. Nein, nicht zu nah rangehen. Nicht zu nah rangehen. Da hat eine Artilleriebarrage reingeschmissen. Die ist relativ weitläufig. Okay. Aber wenn die Zeit jetzt gleich eh rum ist, ruft der eh gleich automatisch den Extract. Noch eine Minute. Okay. Ob das die Minen legen, hast du auch schon gesehen? Ja. Ich habe mir gedacht, dass es eine Mine ist. Sicher war ich mir nicht. Ja, es sind Minen. Könnten, glaube ich, langsam zum Extract gehen. Ja, sollten wir. Oh! Du hast einen
Kanonengeschütz. Achtung gefunden. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. So. Da bin ich. So, wir müssen jetzt zum Extract, weil jetzt kriegen wir keine Orbital-Sachen mehr. Zeit ist vor. Oh, was denn jetzt? Öffnet sich Steam? Was? Ja, du hast wahrscheinlich, du warst wahrscheinlich am Sprinten und hast wahrscheinlich dann die Karte öffnen wollen mit Tab. Genau. Und, genau. Ja. Eieieiei. Oh fuck, zwei Hulks. Ein Hulk lebt noch. Boah. Okay, ich lebe noch. Was? Schönen Gruß von der Dildo-Party? Was? Das klang gerade so. Ich glaube, dein Charakter hat es gerufen. Schönen Gruß von der Dildo-Party. Von Demokratie. Achso. Hoppa. Hopp, lade nach. Nein. Nicht schießen. Er ist down. Tot, jawoll. Ah, da ist er. So. Weg hier, würde ich sagen. Yep. Junge, Junge. Ich bin so angestrengt, mein ganzer Nacken ist verspannt, ne? Echt? Ja, Nacken, Schulter, ist voll krass. Eieiei, und klitschnass geschwitzt. Ohne Heizung. Genau, und dann hast du, erster hast du Zerstörer, da stehen deine Schiffsdaten. Dann gehst du eins weiter, da hast du Stratagems. Da kannst du dann die Sachen, die du runterholst, mit den Kapseln aus freischalten. Aha. Oh, verstehe. Also du hast dann halt das oberste, genau, das obere, also der Antimaterie ist ein Sniper, das halt relativ gut reinhaut, aber es macht halt nur bei einem Gegner Schaden. Ja, und man hat zwar selten die Zeit dazu, ne, zu snipern. Ja, es geht schon, vor allem wenn man ein Jetpack hat und sich dann ein Stück höher setzen kann, wo die Gegner nicht so einfach rankommen, ist das ganz praktisch. Ja. Du hast als, wenn du dann, du kannst da ja mit Z und mit C, kannst du ja hin und her scrollen. Ja. Ein Stück weiter runter gescrollt hast du die Orbitalkanonen. Aha. Gatling. Also da schaltest du sowas. Ach ja, was ihr da immer einsetzt. Genau. Okay. Da danach kommt dann der Hangar. Da hast du dann alles, was das Flugzeug zu tun hat. Mit Strafing Runs, Luftschläge, Clusterbomben, Napalm Strikes. Ah. Danach hast du dann. Sie nennen es Bridge. Da hast du halt einmal den Präzisionsstreck, den hast du ja schon freigeschaltet standardmäßig. Und danach hast du dann noch ein paar Zusatzsachen. In dem Fall halt der Gasangriff, EMP-Strike und Rauch. Du hast dann das Heavy MG Emplacement, was du vorhin benutzt hast in der Verteidigungsmission. Das kannst du dann. Okay. Darunter hast du den Schildgenerator. Der droppt runter und dann hast du so ein gelbes Schild um dich, was Schüsse auffängt. Ach, dieser Rucksack. Nicht den Rucksack, sondern das ist eine stationäre Version. Okay. Siehst du ja auch auf dem, siehst du rechts auf dem Video. Ja, ich sehe es gerade.
Genau, dann runter hast du nochmal den Tesla-Turm. Mhm. Tesla-Türme sind nicht zu nahe kommen, sagen wir es einfach so. Verstehe. Danach hast du sonst habe ich einen kurzen in der Hose. Genau, also der Tesla-Turm, sobald was in der Nähe ist, fängt er an, sich aufzuladen und er schlägt dann den Blitz auf das nächste ein. Was das nächste ist, ist ihm scheißegal, Hauptsache es trifft. Verstehe, verstehe. Genau, danach hast du jetzt die, die Technikerstation. Da kriegst du jetzt halt die ganzen Minen, die es gibt. Also Antipersonenminen, Feuerminen und die Antitankminen. Du hast ein paar Rucksäcke drin, ein paar spezielle Waffen. Du hast den, das Vorratspaket, wo du dann halt nochmal deine Leute und dich selbst mit Munition nochmal versorgen kannst. Ah, ja, okay. Da sind halt auch die meisten Energiewaffen mit drin, die du rufen kannst. In der Robotics-Werkstatt hast du halt, wie du sehen kannst, die ganzen Geschütztürme oder den Großteil. Maschinenturm, Gatling, dann den Mörser, die Autokanone, Raketenwerfer und dann nochmal den EMP-Mörser. Aha, aha. Plus dann nochmal den Guard-Dog, das ist ein Rucksack. Da ist ein kleiner Roboter, der dann neben dir fliegt und auch auf die Gegner schießt. In dem Fall ist das der. Ach, da oben. Ja. Genau, den Guard Dog. Der ist halt, der hat halt so ein. Die Anfangswaffe hat der und damit schießt er. Und kommt dann zu dir zurück zum Nachladen. Dann hast du die beiden Patriot Suits drin, also die zwei Mechs. Ja, ja. Da. Und ganz unten hast du dann nochmal die Chemical Agents, die habe ich auch noch gar nicht freigeschaltet. Achso, die musst du freischalten mit einem Warbond. Okay, okay. Akquisitionen. Genau, da musst du auf R und dann den Warbond, den neuesten Warbond, da hast du anstatt einen Flammenwerfer hast du da halt einen Gaswerfer. Ja. Und das andere ist halt so ein kleiner Roboter mit dem Ding. Ja. Und das, dann hast du die nächste Seite oben Schiffsmodule. Mhm. Da kannst du halt nochmal die Sachen etwas verbessern. Lizenz zur Nutzung von Spenden. Genau. Zum Beispiel, in dem Fall ist zum Beispiel, wenn du deine Unterstützungswaffen rufst, kommen die halt anstatt wie standardmäßig mit der halben Magazinsorte, also mit deinem halben Magazin kommt die dann mit vollem Magazin runter. Okay, okay. Und die haben halt auch ihre eigenen Einschlagsdinge, die sie haben. Ja. Und ja, dafür brauchst du halt die Proben, die du sammelst. Du sammelst ja immer die Proben. Ach so, okay. Und die gibst du dafür aus. Und in dem Strategems gibst du die, diese R-Währung. Ja, genau, genau. Also die Anforderungsscheine. Du bist übrigens auf Maximum, du kriegst keine mehr. Ja, die, solltest du nicht mal was ausgeben, ne? Genau, die sind hardcapped auf 50.000. Ja. Und bei den Schiffsmodulen hast du halt sowas dabei, wie halt die Supportwaffen verbessern. Also in dem Fall, dass du dass mit vollem Magazin kommen, dass sie 10% schneller wieder rufbar sind. Aha, Solche Sachen. Ja. Dann hast du halt, das nächste sind halt sowas wie Orbitalkanonen. Da machen halt deine Orbitalschläge deutlich mehr Schaden. Also die einen machen halt, die einen sind, das erste macht's genauer, das nächste macht halt, dass du, wenn du jetzt so Salvo-Sachen nutzt, wie zum Beispiel die Artillerie schlägt, dann kommt halt eine Salve mehr dazu. Ja. Das nächste ist, dass sie schneller nachladen. Schwerelose Hinterlader. Genau. Dadurch 10% schneller wieder bereit. Dann hast du die orbitale HE-Barrage. Die wird, der Spread, also ist der Einschlag, Radius. Genau, der Radius wird kleiner, weil es genauer wird. Ja, und dann hast du nochmal die High-Density-Explosions, damit machst du halt nochmal 10% mehr Schaden mit Explosionswaffen aus dem Orbit. Ja. Im Hangar kannst du dann halt sowas wie die, die Widerrufzeit von deinem Flugzeug wieder runtersetzen, dass es schneller nachlädt, dass du so öfters nutzen kannst, dass sie zum Teil extra Bomben dabei haben. Ja. Dann bei der Bridge hast du sowas wie Zielerfassungssoftware. Genau, und dadurch, du hast ja immer eine Wartezeit. Eine Sekunde schneller. Genau, du hast ja immer die Wartezeit, wenn du es geworfen hast, dann dauert es ja eine Sekunde oder zwei, bis es los, also bis es runterkommt. Und das verkürzt die Zeit. Ja, okay, okay. Und Nuklearradar, du hast halt, du siehst halt mehr auf deiner Minimap, wenn du sie anguckst. Okay, verstehe. Dann Power Steering, damit kannst du, wenn du mit deinem Helpod runterkommst, besser steuern.
Ah ja. Das heißt, du kannst dann genau da runter gehen, wo du willst. Kannst halt, hilft halt, um nicht unbedingt immer auf den Teammates zu landen, zum Beispiel. Genau. Da hast du jetzt zum Beispiel jetzt auch nochmal verbesserten Feuerschaden. Und dann die, ja, die Moralsteigerung. Und da reduzierst du halt alles, was du rufen kannst, um 5% nochmal runter. Ah ja, ah ja. Dann hast du noch die Ingenieur-Bay, da hast du halt dann alles, was mit den Geschütztürmen zu tun hat und, und ein paar Spezialwaffen. Ja. Und der Robotics-Shop, da hast du halt alles, was so die Geschütztürme angeht. Bezüglich mehr Ammo, schnellere Nachladezeit, also oder, schnellere Bereitschaft auch. Genau, und du verbesserst die Zeit, die die Dinger brauchen, um von einem Gefallen zum nächsten zu gehen. Dann, dass du ein bisschen mehr Schaden absorbieren können. Ja. Und das Letzte ist, da kannst du deinen Mörsern, kannst du dann das Ziel priorisieren. Oh, okay. Weil standardmäßig greifen die ja an, was lustig sind. Ja. Und mit dem kannst du dann deinen Mörsern sagen, ihr greift jetzt bitte das an. Weil das jetzt gerade irgendwie eine Charger ist oder halt ein Beil-Titan. Aha. Genau, und dann hast du noch den, letzten, das ist Fahrzeuganpassung. Wenn du dann, du kannst dann halt noch verschiedene Muster freischalten in den ganzen Dingern. Ach so, das, okay. Das ist halt einfach nur Optik. Also zum Beispiel mein Shuttle hat halt so einen Waldtarnmuster drauf. Dasselbe für den Hellport, Exosuit und für meinen anderen, für den Emancipator, den habe ich gelb gelassen. Also da kannst du halt so ein bisschen individualisieren, wie du lustig bist. Ja. Aber ich würde dir empfehlen, unbedingt in den Strategems Sachen freizuschalten. Einfach ausprobieren. Ja, das stimmt. Alter, was Möglichkeiten, ne? Das ist ja der Hammer. Richtig. Also was ich empfehlen kann, also zum Beispiel die Stalwart ist auch ein Maschinengewehr. Ja, hatte ich auch gerade im Kopf. Da hat der Toffel gerade so von geschwärmt. Richtig. Also die hat halt ein kleineres Kaliber, macht also dementsprechend weniger Schaden. Der Vorteil ist aber, du musst nicht stehen bleiben zum Nachladen. Ja, das ist sehr gut. Es halt kleineres Kaliber ist, schießt es auch schneller. Matt Madin, danke dir. Trinken ist eine gute Idee. Grüß dich. Also da kann ich dir nur empfehlen, guck einfach mal, was relativ cool klingt. Ja. Probier es aus, weil von den Requirierungsscheinen kriegst du eh genug. Also, ja, okay. Ja, mit 50.000 kann ich ja sicherlich schon einiges anfangen hier. Ja, einiges, aber nicht viel, weil vieles ist halt auch nochmal level-locked. Also zum Beispiel den Flammenwerfer kannst du noch nicht freischalten, weil du noch nicht das Level dafür hast. Genau, ab Level 10, ja. Mia, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Ne, war gut, dann sag ich schon mal vielen Dank für die Einführung in das Ganze hier. So, Leute, wir machen jetzt auch Tuck. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, süße Träume und kommt gerne ins Discord. Ne? Ihr habt es gerade gehört, wir stimmen ab aktuell, was wir pro Tag spielen. Und jede Stimme zählt. Einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.